Aber ich glaube zu meinen, dass ich fast durch bin. Was machst du denn da oben? Wo bist du denn? Was machst du denn gerade? Ich werde dir nichts sagen. Keine Sorge, ich werde dich nicht spoilern. Was machst du denn gerade? Also als ich als letztes Mal mir vorbeigeschaut habe, da warst du noch bei... da hast du gerade den Flammenwerfer zusammengebastelt, glaube ich. Was ist hier los? Moment. Wir haben wieder Zeug. Zu viel Zeug. Was war das? Das waren die Mods, genau. Ich schaue gar nicht drauf, was es ist. Ich mache einfach die... Ich mache die Grünen einfach weg. Wird schon irgendwie passen so. Blub, 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 blub. Hm? Nee, ist es nicht. Im zweiten Teil gibt es Ausdauer. Den werden wir dann nicht spielen. Ich verstehe schon. Zuletzt habe ich jetzt das Kabel für den Aufzug am Schiff gefunden. Ach, du bist schon beim Schiff. Du bist schon beim Schiff. Ja gut, dann wünsche ich dir viel Spaß beim Schiff. Ah, Gott, die Kleine, ne? Das kleine Kackmädchen, ey. Wahnsinn. Ich hab sie ergast. Ich hab sie ergast. Kleines Drecksgör. Ne. Und ich hoffe, du bist mit der Story auch noch aktuell, ne? Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als wenn du einen Resident Evil Teil spielst und mit der Story nicht mitkommst. Warum geht's da nicht hoch? Am Arsch. Es geht um Resident Evil 7 und Evelyn, genau. Aber Verwüster können wir nicht anschnacken, ne? Gesperrt, alles klar. Ich will doch nur da hoch. Muss ich echt da hinten hoch, ne? Was ne Kacke. Hm? Ich bin rumgelaufen bei der Story. Wer hat Honig? Willst du mich verarschen? Ich weiß auch, wo es ist. Ich bin vorbeigelaufen. Haha. Schau, es ist doof, ne? Als ob der immer noch lebt. Was ist denn los mit dem? Bin gar nicht hier. Bin schon längst weg. Bin schon wieder nicht oben. Was soll denn das? So. Ach du Kacke. Mein Freund Schnürschuh. Alles gut bei dir? Ich hoffe. Und aufrücken. Zack. Zack. Und zack. Kommst du wieder? Ja, bitte. Danke. Alter, ernsthaft jetzt? Komm her. Komm her. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht. Also ab und zu verstehe ich die KI halt einfach null. Okay, wie viele von denen kommen jetzt da unten? Okay, eindeutig zu viele. Oh mein Gott. Eindeutig zu viele. Hm? Ecke rein, das will ich sehen. Ernsthaft? Doch so kompliziert. Was ist jetzt hier? Kommst du? Na komm. Dankeschön. Du, ich hab gar kein Problem damit, ne? Können wir ganz so handhaben.
Diese Mistviecher, ne? Komm her. Ah, dann halt nicht. So. Haben wir es jetzt dann. Flupp. Und nochmal letzter. Dankeschön. So, haben wir es jetzt. Ist wirklich komplizierter, als ich mir denke, oder was? Ich dachte, das war bei dem Turm, wo er vorbeigelaufen ist. Das kann normaler Mächter, sondern ein Rotaugenwächter quasi die Vision. Ja, das weiß ich. Also Wächter gibt es quasi drei Stück, die mit dem roten Auge, die mit dem blauen Auge und die mit dem, die Verrotteten da. Na? Also gerade die Korrumpierten gibt's von jedem welche. So. Jetzt werden die Räume auf, aber voll. Roh, wenn es die ist, die ich denke, dann ist es lustig. Roh ist die hier. Direkt nach dem Tunnelübergang ist hier ein... Es war ein Tunnel, glaube ich, oder? Irgendwo war hier ein Tunnel. Oder war der Tunnel hier oben? Ich weiß es gerade echt nicht. Beim Tagturm. Und dachte ich, hier unten wäre irgendwie... Nee, doch nicht. Aber wo sind wir jetzt eigentlich? Wir sind hier oben. Wir können kurz das Lagerfeuer holen und dann gehen wir kurz runter. Ne? Weil das bietet sich ja schon an, dass wir die auf jeden Fall mitnehmen. Weil, warum nicht? Ja. Die haben ja irgendeinen Ingame-Wert. So. Buddy, buddy. Finde ich auch. Finde ich ziemlich solide, wenn du es mitnimmst. Hüpf, hüpf, hüpf. Hallöchen. Was mir auffällt, mir fehlt so ein bisschen was an Tränke, ne? Okay. Abfahrt. Wohin auch immer. So, wo war das hier unten? Aber wir sehen ja auch alle, glaube ich. Uns fehlen noch drei, ne? Eins ist da links oben, eins hier unten. Keine Ahnung. So, hin da. Kann auch sein, dass wir das nicht gemacht haben. Weil ich es zwar entdeckt habe, mehr oder minder. Aber da direkt neben war jetzt ein Sturmvogel-Reservoir, oder? Kann das sein? Wenn dem so ist, dann war das der, den wir gelegt haben. Und ja. So. Aber wieso sollte man lachen? Wieso sollte man lachen, wenn ich die Brutstätte noch nicht habe, die du meinst? So. Alter, mach jetzt halt mal ran. Diese Ladezeiten machen mich wahnsinnig. Seta ist die coole. Schwierig. Jetzt fühle ich mich verarscht. Misshandelt, verarscht und weggeworfen. Das Signal. Wenn wir schon mal hier sind. Das weiß ich gar nicht. Ist Zeta dann die hier oben? Lal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 a. So, das ist roh. Ach so. Ach, Zeta ist dann die große. Aha. Und das oben ist Zeta. Ah, so. Aber es gibt eh noch zwei, ne? Es gibt nur Roh. Es gibt nur noch Roh und Zeta. Jo. Ah. Ist die dann voll gebumst mit Gegnern, die man dann quasi aus dann überbrücken könnte?
oder wie oder was oder wo. Schwierig. Aber war das hier? Nee, es war nicht hier. Das, dann keine Ahnung, warum wir hier nicht drin waren. Dann weiß ich es einfach nicht. Okay. Never mind. So. Abfahrt. Das ist schon lange her, ne? Mein Freund. Dass von euch einmal einer angegriffen hat. Sigma und Xi hast du schon, richtig. Richtig. Sigma war ja, glaube ich, mit Abstand die erste. Ne? Die man quasi einfach so mitbekommen hat. Was soll das denn jetzt? Achso, es geht runter. Ich wollte gerade sagen. Sigma ist die erste mit Extra Quest. Was? Habe ich gar nicht mitbekommen. Ah, doch, 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 stimmt. Oder? War das mit den Lümmels, die. Wo bin ich? Da bin ich. Da hinten hätte ich runter können. Ist okay. Fallen geht auch. Fallen funktioniert auch immer. So. So. Na, 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 na. Abfahrt. Ich scheine nicht die Erste zu sein, die einen Eingang gesucht hat. Was für ein Jammer. Wieso? Hä? Was sehe ich denn schwer nicht? Wegen den Fackeln oder was? Achso, ja, hier liegen Leute. Wieso liegt hier? Erst springen, dann Abseilhaken. Ja, das ist auch so eine Sache, ne? Ich denke mir jedes Mal, wenn sie halt möglicherweise verfehlen sollte, ne? Dann ist halt einfach die Scheiße am Dampfen. Sie waren auch neugierig. Aber ich bin besser vorbereitet. Sei mal nicht so überheblich. So. Oh mein Gott. Jetzt aber ein Herz. Was ist das denn? Ja, was wird's wohl sein? Komm, halt dich fest. Flop. Puzzle Time. Schade. Ich dachte, da kommt man jetzt einfach so hoch. Achso, ich muss oben drüber klettern. Ah, okay. Ja gut, verstehe ich. Gibt es sowas auch? Ah, das wäre ganz cool. Ja. Aber ich wüsste gar nicht, was es hier für Puzzle-Rätsel geben soll. In dem Spiel. Ja. Mach das. Was ist denn da für ein Shit? Weil die ganze Map ist ja schon ersichtlich, ne? What the f... Okay. Oh, Alter. Und hier ist dann Ende. Alles klar. Ist ja gar nicht weit. Oh, shit. Was ist denn hier drin? Achso, alternativ. Du kannst auf den Kern des Drehdings schießen, das Ding, das leuchtet, dann hält sich das. Hm? Ach so, ernsthaft? Oh. Ich hätte es auch lesen können, ja. Mein Fehler. Es läuft ganz gut für mich. Hm. Das wird ein Speedrun? Unbedingt.
Unbedingt, unbedingt, unbedingt. Das ist für eine Blurre, Alter. So. Hopp, 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 hopp. Diese Wege, ne? Oh, ich bin fertig. Wobei ich bei mittelschwerer Krafteinwirkung schon wieder denken würde, das wäre irgendwie. Ne, irgendein Shit. So, mein Freund. Gibt es hier noch weitere Lümmels? Ein Verwüster, natürlich. Was auch sonst? Weiß ich gar nicht, wie macht man den Verwüster am besten? Müssen wir schon schauen. Würde mich schon interessieren. Also, hat der Energiezelle am. War das der? Treffer aus diesem. Wir haben aber keine Schockpfeile. Ich habe mir Dark Souls 3 Any Person Killshless angeguckt. Ist machbar, aber keine Lust und Motivation. Verstehe ich absolut. Verstehe ich absolut. Ich habe ja schon keine Motivation für. Meinst du wirklich, mein Freund? So. Für Dark Souls 1 habe ich schon keine Motivation. Na. Und das ist jetzt wirklich nicht so umständlich. Ich bin mal weg. Hab zwei scheiß Wochen vor mir. Luftverprüfung. Habt alle eine schöne Woche und schlaft schön. Hase, mein Guter, ich wünsche dir viel Spaß. Beziehungsweise viel Ruhe. Viel Erfolg, sag ich mal so, ne? Wünsche dir was, ne? Hau dich weg. Schön, dass du da warst. Und wir hören sehen uns, ne? Also, tschüssi. Ich komme auch aus der Elektrotechnik, wo ich mal auf Deutsch mich halt frage, dreht sich der Was? Ich komme auch aus der Elektrotechnik und frage mich halt, also warum dreht sich der Motor in eine andere Richtung? Weil da vorne was draufgehauen hat, du, keine Ahnung. Das weiß doch ich nicht. Mein Name ist nicht Gandalf und ich weiß nicht, was hier abgeht. So. Flupp. Also mich brauchst du sowas gar nicht fragen. Ich bin gerade überlegen. Ihr kleinen Nasenbären. Ich muss schnell aufs Klo. Ich muss schnell pinkeln und hole ich mir schnell was zu trinken. Ich könnte es auch gleichzeitig machen, aber das möchte ich nicht. Das ist nicht okay. Jo, mach das, Soko. Ich wünsche dir was. Schlaf schön. Hol dich gut. Träum schön. Schöne Woche wünsche ich dir.
So. Jo, ich muss dann auch eigentlich mal weg. Bis nächstes Wochenende. Alles klar, Isa. Ich wünsche dir was. Schlaf schön, erhol dich gut. Wir machen auch nicht mehr allzu lange jetzt. Weil, wie gesagt, morgen ist wieder Montag. Die Kacke, wa? So. Deswegen, ich denke, wir machen wahrscheinlich noch das Brutstätte. Ja. Können wir sogar noch hier Allgemeinheit. Schön fertig machen. Hier rüber. So. Machen wir wahrscheinlich die Brutstätte noch fertig und dann ist Abfahrt. Weil, wie gesagt, es ist halt einfach. Es ist einfach Sonntag. Ja. Und runter. Der Stecker passt halt nicht mal da rein, ne? Viel zu klein. Wo denn? Hier? Ach so. Glaube ich nicht, dass wir hier durchkommt. Ja, da schau mal einer, guck. Was? Da ging es beim ersten Mal auch. Was ist? Da ging es beim letzten Mal auch bis um 1. Das ist auch eine Ausnahme. Das ist ja auch eine Ausnahme gewesen, weil ich Homeoffice hatte. Nee, das Problem ist, ich weiß halt jetzt schon, dass ich morgen einen ziemlich beknackten Tag vor mir habe. Achso, ich muss wieder rüber. Achso. Was die Arbeit angeht, sage ich mal. Wie schon gesagt, ich werde morgen ein Thema ansprechen, was vermutlich, wenn es wirklich so ist, 1,5 Monate Arbeit von unseren Außendienstlern, von, wie soll ich sagen, unserer oberen Riege, wie Chefs etc. pp. einfach mal komplett obsolet macht. Ne? Das ist eigentlich nicht so cool. Weil das Problem ist, ich muss es ansprechen, aber im Endeffekt bleibt es dann am Schluss wieder an mir hängen. Der das dann wieder ausbaden darf. Das wird wundervoll. Wie kann er nicht rumspringen? Was soll das denn? Ne? Und Abfahrt. So. Wie weit sind wir eigentlich schon? Wir kommen jetzt doch hier durch einen größeren Raum, doch dann durch einen ganz großen Raum. Und noch ein Raum. Oh Gott, das ist halt wirklich groß. That's what she said. So. Hallöchen. Das erinnert mich an Star Wars Unleashed, an den Raum mit dem Todesstrahl. Ist ein Anfang. Machen wir es halt einfach so. Wir haben da noch einen Lümmel, wir haben da noch ein Lümmel. Wieso existiert hier eigentlich? Kommt der hier hoch? Hat der eine Treppe gefunden? Tatsache. Nein! Upsi. Richtiger Snipe. Entschuldigung. So. Da kann man in den Tod fallen. Das ist gut zu wissen. Hier nicht. Ist okay. Da fällt mir wieder in den Tod. Hier nicht. Oder ist es Glas? Ist es Wasser? Oh, das ist Wasser. Oh ja, bitte. In so Fabriken unbedingt ins Wasser reinspringen. Ist bestimmt gut für einen Tag. Carla? Macht es auch mal. So. Sammy, grüß dich. Einen wunderschönen guten Abend. Na du? Wie geht's, wie steht's, meine Gute? Wo zum Fick muss ich eigentlich hin? Eigentlich da durch.
Es geht hier auch durch. Ich hab's noch nicht gesehen. Lal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 a. Da werden die Pickel einfach weggeätzt. Ich meine, so Pickelcreme. Das ist halt schon interessant, ne? Aber das ist jetzt das erste Herz, das wir wirklich mal gesehen haben, oder? Aber ansonsten waren es... Da ist ein Lümmel. Da ist ein Lümmel. Da ist ein Lümmel. Da kommt ein Lümmel. Okay. Mega müde durch die Arbeit, gestresst durch den Hund. Das sind halt Hunde, ne? Da ist noch einer von denen. Wie viele von euch gibt es hier, ist die Frage. Wenn es drei sind, ist es okay. Das kann ich handeln. Hatten die jetzt nicht, dass er irgendwann betäubt ist? Nein? Ich dachte, er ist irgendwann betäubt. Was? Ich komme mit den Knöpfen nicht klar. Mach weg da. Oh mein Gott. Putz. 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 Ja, ja, komm. Das ist ein bisschen da. So, erstmal sammeln. Hopp. Oh Gott. Ist okay. Blub. So. Lalalalalalalala. Der letzte Tag noch zeigen möchte, dass er dicke Eier hat. Der weiß wahrscheinlich, was auf ihn zukommt, meine Gute. Der weiß wahrscheinlich, was auf ihn zukommt. Man denkt sich, nee. Nee. Da gibt's immer richtig Ärger. So, das ist die Frage. Da ist so ein zweites Küken. Da ist noch ein Wächter. Also wirklich alles sehen tut man immer nicht, ne? Da hinten ist einer. Jetzt warte mal. Wie macht man den jetzt wirklich am besten? Küchen ist da. Da. Ist klar. Die Zerstörung des Bauten, der wird scheinbar. Das ist auch klar. Das ist mir egal. Ach, die können auch explodieren. Aber Schockpfeile, ich habe keine Schockpfeile. Das ist belastend. Pff, der Lümmel, Alter. So, und... Ist es dein Ernst? So. Nein! Scheiße. Oh nee. So. Und was bist du noch? Du bist auch noch so ein Lümmel. Kann man den... Wait. Habe ich den gerade gewonshot, obwohl ich ihn einfach nur im Genick getroffen habe? Reicht es? Ich dachte, muss man ins Auge schießen. Huh. Ach so. Das ist mir neu.
So, hier hinten sind keine Lümmels mehr unterwegs, oder? Nee. Okay. Es hängt, es hängt, es hängt, es leckt, es leckt, es leckt. Bin ich noch da? Nein! Nein! Der dicke Bogen macht vollgespannt genug Schaden. Fuck. Na super. Na super, einwandfrei. Ich habe schnell Wait. Spiel? Willst du nochmal? Nein? Scheiße. Fuck. Okay, das ist ein Upturner. Das ist ein Upturner, aber richtig. Ah, scheiße.